Mein Gott. So, damit ist die offizielle Pause an der Stelle beendet. Wir machen weiter im IA Eisenschloss. Hurra! Und gucken uns da mal um, was dort geändert wurde. Massig Verfolger. Oh Gott, wie schnell meine Stamina weg ist. Das ist so unglaublich, ey. Das ist unglaublich. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Echt gewöhnungsbedürftig. Jetzt gerade von Bloodborne halt, weil da ist das Stamina quasi unendlich und unendlich schnell wieder. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Die Items, die hier in der Lava grundsätzlich liegen, die ignoriere ich, weil sie waren in der Vergangenheit scheiße. Ob sie die jetzt geändert haben, ob es da sinnvolle Items gibt, wie gesagt, bis da hinten hinzukommen mit irgendwelchen Jump'n'Run-Einlagen und irgendwelchen Feuerschaden. Auf Deutsch gesagt, fuck you, FromSoft. Und der Reward war zudem noch richtig scheiße, dass es nicht gelohnt hat. Von daher, das verschieben wir auf ganz, ganz später. Warum kamst du eigentlich angerollert? Von wo kamst du angerollert? Du standest noch hier vorne irgendwo. Mit einem Kumpel. Aber der Kumpel ist weg. Oh, okay, dann sind wir jetzt anscheinend hier alleine mit dem einen Roller-Moped-Mann. Würde ich mal so sagen. Nicht schon wieder der, ey. Waffenschmied Dennis. Natürlich. Ich hab so wenig Stamina. Und ich treffe ihn nicht. Aber ich bin invincible. Invincible Frames retten Leben. Castleman Universum. Ich treffe ihn halt nicht. Das ist das Schlimme an der Geschichte. Ja, komm, chill. Gib mir mal noch einen Lebenspopel. Wenn ich ihn halt treffen täte, dann wäre das Ganze ein bisschen cooler, dass er solche schönen Spells kann. Ach Mann. Ist auch gar nicht overpowered auf dem Level hier, dieser Knattermops-Arsch. Dafür kriegst du jetzt einen Backstep. Ruhe im Puff. Kadosolein, ich danke dir, mein Lieber, für dein Follow. Gerade hier mit dem lustigen Bauer aus Spellhausen. Oh, keine Stamina mehr gehabt. Tommy H1, auch dir. Dankeschön. Ruhe im Puff. Danke jetzt, Mai. Gerade hier das NPC-Phantom kaputt gemacht, was einfach mal schon wieder Milliarden von Zaubern hat. Das ist halt das Dumme an diesen NPCs. Die halten sich nicht an die üblichen Spielregeln. Die haben halt unendlich Aufladungen, haben Zauber, die ihr zu dem Zeitpunkt noch gar nicht haben könntest. Ach, alles super hier mit diesen Bumsdingern. Alter, was haben die für eine Aggro-Reichweite? Das ist ja von hier bis nach Timbuktu. Aber den Raum haben sie auch entschlackt. Ach nee, da kommt der zweite angerollert. Alon, lon, lon. Alon, lon, lon. Ach, da oben kommt der dritte. Was haben die für eine Reichweite? Ist ja unfasslich. Da kommst du in das Schloss und pulst das ganze Schloss. Ja, warum auch nicht? Das heißt, sie haben jetzt quasi jeden Moped-Mann hier gepult. Ah, du bist immer noch da. Grüß dich. Who are you? Who, me? I'm Manorok. Who else? What? Have a look at my wares. Hast du irgendwas?
Ja, das war das Anti-Backstab-Set, ich erinnere mich. Fluchresistenz, unspannend. Grüne Blüten, Menschlichkeit, die PvP-Masken, Goldharz und Reparaturpulver, alles nicht so spannend. Ja, ja, reden wir einmal mit dem, den Dialog hier durchbubbeln. Kommen wir später nochmal wieder, aber erstmal bist du gerade uninteresting. Und wieso stecker ich so oft? Wieso sollte ich nicht so oft steckern, ist die Gegenfrage. Ich meine, steckern ist doch gut, wenn ich die Gegner unterbreche. Das heißt, so kann ich die halt mit zwei Angriffen halt kaputt hauen. Und ich habe halt den Steinring noch an. Ob der jetzt so viel ausmacht, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass meine Waffe halt schon auf plus 10 ist. Und zweihändig halt ganz gut Schaden macht. Würde ich jetzt so tippen. Feuer frei! Ahoi! Und er steht einfach und chillt. Ach, mir hat gerade einer in den Rücken geschossen. Ach, das war doch bestimmt wieder der Andi. Der Andi, der macht das doch immer. Der macht immer so komische Witze hier mit mir, der Andi. Ah, da wollen wir jetzt gar nicht hingehen, weißt du? Andi versteckt sich ja dann immer. Das ist ein Bauer. Oh Mann, ey. Künstliche Intelligenz. Ah, künstliche Intelligenz aus der Hölle. Hallöchen. Ey, du pulst ja hier wirklich alles. Ach, du bist jetzt ein Bogenschütze. Das finde ich jetzt aber nicht gut, dass du jetzt ein Bogenschütze geworden bist. Du warst doch vorher so ein Bumsgerät-Mob. Kann ich dich nicht runterschießen? Ja, ich weiß. Ich will dich runter... Dafür nehme ich auch gerne mal einen Hit in Kauf. Ein Hit in Kauf für Hurra. Ich frage mich jetzt gerade, haben sie das Layout geändert? Weil man konnte hier vorher rüberspringen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt noch geht, weil das anders aussieht. Das sieht nämlich jetzt verflucht weit aus. Ich weiß es nicht. Aber der Bogenschütze da oben ist weg. Und überhaupt sind hier keine Mobs. Ich dachte, das ist schwerer. Achso, da kommt einer. Was ist denn da los? Die Alon-Invasion. Da oben stehen Mobs. Alter, wie sie alle kommen. Was ist mit denen los? Ken Kanaiki. Dankeschön, mein Lieber, für den Follow. Ich muss mal gerade hier noch Alons machen. Und mal noch einen Lebensvogel nehmen. Alex, Joker. Wer schießt auf mich? Warum? Ich hoffe nicht du, Alex. Ich danke dir, mein Lieber. Oder euch zwei. Wo war denn jetzt dieser Knattermops-Arsch? Und Sadex. Die auch mein... Mein Lieber, vielen Dank fürs Follow. Der hat hier schon wieder GPS-Pfeile. Der lustige Bauer. Da kam ich aber gar nicht hoch, ne? Dexido. Alter Schwede, Dankeschön. Ihr sprecht euch ab, oder? Ihr macht das wirklich absichtlich stoßweise. Die sind auch, glaube ich, neu, die Krüge hier. Erst gar keiner? Was heißt erst? Gut, erst gar keiner ist jetzt auch nicht richtig, aber halt, ne? Entweder keiner oder sofort mehrere hintereinander, aber trotzdem, danke fürs Absprechen, ihr seid echt crazy. So, machen wir mal den mal hier oben. Alon, lon, lon. Tschüss. So. Lebensring und glitzerndes Titanit. Jetzt überlege ich gerade. Nach da oben steht der
Doch, da oben steht noch der Bogenschütze, aber das ist, glaube ich, kein Bogenschütze mehr, sondern ein normaler Mob, wenn ich das hier richtig sehe, da oben. Auf jeden Fall schießt der nicht, das ist schon mal ein großer Vorteil. Hier unten war auch ein Mob, der ist auch weg. Ist alles weg. Ja, das Eisenschloss wirkt jetzt auf mich so Ersteindruck irgendwie gerade ein bisschen einfacher, würde ich behaupten. Ach so. Ja. Hallöchen. Weil einfacher. Wo war denn der zweite Hebel? Da unten, ne? Kann ich hier runter? Na. Ah, richtig. Oder muss ich da kurbeln? Ne, ich musste da kurbeln, ne? Da mache ich erstmal hier das Feuer drin aus. So war das. Glaube ich. Das war nämlich nicht die Tür, das war das Feuerausmach-Ding. Dann machen wir erstmal Feuer aus. Mhm. Was? Wenn Celeste sagt, dass es ging, muss auch geschaut werden, dass es noch geht. Ja, ja, ja. Können wir machen. Aber erstmal lass mich mir alles mal einmal so machen. Hebel hebeln, Brücken brücken. Moped-Männer. Wo kommt der her? Ach so. Der findet wirklich den Weg. Ist ja schon schlau. Ist ja schon ein Schlauen. Hebeln wir mal den Hebel. So. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts mehr drin. Große Titanitscherbe. Perfekt. Machen wir hier mal die Türchen auf. Perfekt. Wie kam ich jetzt hier wieder weg? Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Ich musste... Wo musste ich denn? Wie musste ich? Oh, alter Schwede. Ging das? Ist er tot? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier wegkomme. Also ich weiß schon, wie ich hier wegkomme, aber ich will da oben gar nicht hin. Ja, komm, nehmen wir den Weg, der ist sicher. Sicher ist sicher puppicher. Hier, der Captain Flammenmann. Der braucht mehr als zwei Hits, richtig? Du. Oh Gott, wieso sind denn jetzt hier drei Fackeln? Hallöchen, Captain. Ich nehme mal bitte einmal ganz kurz. So, Captain Pieksemann auch weg. Der gute Alon Häuptling, Rittermann. Hurra. Toka Kiri... was? Kirishima? Alter Schwede, ihr habt schwierige Namen. Danke fürs Follow. Die Videos habe ich prinzipiell geguckt, wobei fand ich sowohl als auch nicht so witzig. Gab schon bessere, gerade von den Owners-Trailern. Und das Lore-Video, muss ich sagen, fand ich auch nicht so toll, weil das war, fand ich sehr oberflächlich. So gefühlt. So, wen können wir denn hier... Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ficke die Facke, die Fuck. Und wo kamst du denn her? Dich habe ich echt nicht gesehen. Dich auch nicht. Euch auch nicht. Oh, die kommen alle. What the fuck? Wo kommt ihr her? Habt ihr kein Zuhause? Hier ist wahrscheinlich die Alon-Waldorf-Schule. Oi. Wo kamen die denn jetzt bitte her? Aua, jetzt fängt der Knatterbob auf mich an zu schießen, ja? Ach, der. Okay. Wo? Warum? Und wo seid ihr hin? Ach, hier ist kein Loch mehr im Boden. Wo ist das Loch hin? Wo ist die Kiste hin? Wo ist der Zweihänder hin? Was ist da los? Irgendwas ist hier falsch.
Warum? Wieso? Wo ist der Zweihänder? Wo ist die Kiste? Wo ist das Loch? Sie müssen auch alles ändern. Da kennt sich doch keiner mehr aus. Das ist ja schlimm. Wo schießt du hin? Ich bin hier. Kiste ist weg. Ja, scheinbare Wand am Arsch. Oh, Kacke. Mit der Kacke. Ist ja furchtbar hier. Ja, Luca Thiel, dankeschön. Dich werden wir gleich mal anrufen. Wir müssen da nur einmal runter. Jetzt bin ich... Ich könnte jetzt wetten. Folgende Überlegung. Wir haben diese komische Glut für Macduff irgendwo anders schon gefunden. Und zwar in der Festung, in der Verlorenen. Jetzt ist die Kiste weg, wo der Zweihänder drin war. Dort lag die Glut. Ich wette mit euch, jetzt liegt dort der Zweihänder. Das wäre nur logisch. Warte mal, ich übe das mal kurz. Wie schnell? Geht eigentlich recht schnell, ne? Oh Gott, ey. Ne, fossiler Drachenknochen. Ja, die haben den Zweihänder geklaut. Die Schweine. Das ist ja unglaublich. Die haben den Zweihänder geklaut. Einfach, weil sie es... Ach, jetzt hier... Aha. Der ist auch schon runter. Und hier ist jetzt eine Kiste. Die ist neu. Zweihänder? Zweihänder. Also die haben die Kiste umgesetzt und hier das Loch weggemacht. Verstehe. Na dann. Na dann. Wie spreche ich denn das aus? Tiasmine? Battlefield Friends Reihe? Nee, Battlefield kenne ich nicht, Battlefield Friends Reihe kenne ich nicht und, nee, wie gesagt, ich kenne mich in Battlefield überhaupt nicht aus. Null. Null. Null, 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 Popol. Ja, wir könnten jetzt beim Smelter natürlich unsere Waffe mit, Feuer verzaubern, aber ich glaube, das zählt nicht zu den besten Plänen, die wir hätten haben können. Von daher brauchen wir was anderes. Weil Flammenwaffe gegen Flammenmob ist nicht clever, ist unclever. Was haben wir denn hier, was wir benutzen könnten? Das wäre mal die interessantere Frage. Ach, ich kann noch das Goldharz für mich entdecken. Oder Magie. Ja, wir entdecken einmal das Goldharz. Das Goldharz entdecken wir jetzt für uns. Uiuiui, der Blasenfaktor schlägt zu, Freunde. Das wird jetzt langsam. Ihr merkt, auch beim Smelle, das ist so ein Boss. Das ist so ein... Ne? Smelle, das ist so ein... Tokyo Ghoul. Danke fürs Follow. Und Stop the Spam, das war, glaube ich, auf die Frage mit diesem Wall of Text mit Battlefield bezogen. Ich hab's beantwortet. Bitte nicht nochmal schnellen, weil Wall of Text hits augenkritisch für 3000 Leseschaden. Ja, keine Ahnung. Die Mods sollten eigentlich da sein. Wenn nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube, Dima, ich hab auch Pal mit Schockschwert. Also mit... Habe ich den tatsächlich damit probiert? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Waffe reparieren. Ja, können wir machen. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Wie viel Reparaturpulver haben wir denn? Ja, komm. Was soll der Geiz? Ah, oh, jetzt habe ich es da drin. Jetzt kann ich auch... Ja, benutzen wir hier. Hurra. So. Ja, dann rufen wir doch mal ganz kurz, die Mods zitieren lieber. Ja, der Bot ist ja kein Mensch, das ist ja, ne? Kalb,
wäre, wenn jetzt ein Verfolger drin ist und kein Smelter. Ja, das wäre wirklich lustig. Das wäre wirklich lustig. Also, das hätte Humor. Ich sage an dieser Stelle, wie immer, Freunde, kurz und knapp, Boss-Time in, ich wollte schon wieder Bloodborne sagen, in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen mit Lucatina aus Mirror gegen den Smelter-Heini in die Schlacht. Buffen uns der Gerät mit frisch entdeckten Goldarts und sagen, let's fetz gegen Smelle Nummer 1. Hallo Smellemann. Okay, andersrum ausweichen wäre cleverer. Und Estus trinken wäre cleverer. Okay, jetzt trinke ich doch Estus. Ich wollte eigentlich Lebenssteine nehmen. Ja, rechts rum deutschen war's. Ja, po, genau, po. Lucatil hat noch Leben, das ist gut. Ja, jetzt kommt wieder der Popo-Pups. Ja, Popo-Pups. Ich halte mich auch direkt mal oben. Das war links rum deutschen bei dem, das wusste ich leider nicht mehr. Ah, Buff-Phase. Jetzt kommt wieder die Schadensphase. Da hätte ich auch nochmal draufhauen können. Lebensstein. Ist das fein. Der kleine Lebensstein. Und er macht jetzt richtig Schaden. Oh, kommt jetzt wieder der Pups. Das weiß man halt leider nie. Oh, jetzt bin ich wieder in der Wand. Was ganz scheiße ist. Pups. Pups. Ja, doch kein Pups. Oh, wir gehen mal auf Distance. Distance wird auch Distanz genannt. Pups. Nein. Doch. Alter, aber so verzögert. Fickidi fuckidi fuck. Lucatil muss natürlich überleben. Weil sonst ist Quest im Arsch. Oh, ein Wurf. Und der ist natürlich mit Lucatil schwieriger als ohne. Weil dadurch die HP vom Boss halt ansteigen. Das ist halt die Schwierigkeit. Alleine macht ihr natürlich mehr Schaden. Und der macht, glaube ich, dann auch weniger Schaden. Das ist halt, wenn man eben Phantom-Mopeds beschwört. Ist halt schwieriger. Aber. Hell yeah, praise the sun. Smelle Nummer 1 kaputt. Hurrachen. Was ist das für ein Wort? Hurrachen? Natürlich. Hurrachen für Siegchen. Mit Lucatilchen. Gegen Smelterchen. Mensch, wir sind alle so erwachsen heute. Ja, unfasslich. Schweineschild-Hype. 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 Und danke für die GGs. Oh Mann, ey. Oh, Dutz für Dutz-Gerät. Shortcut. Hier ist alles. Optionaler Boss-Shortcut und Tiasemine. Genau, du hattest ja mehr oder minder die Frage gestellt. Hatte ich ja beantwortet. Wie ich die ausspreche, weiß ich leider immer noch nicht. Aber trotzdem auch danke fürs Follow, mein Lieber. Und Onyx-Drache. Das kann ich lesen. Den gab es, glaube ich, auch in WoW. Dankeschön. Seril-Sprungangriff muss auf. Nach dir, mein Lieber. Ja, ja, nach dem Boss gleich nochmal runter, wo das Leuchtfeuer war. Ich weiß doch, wo die Verfolger auf uns warten. Diese bösen Verfolgermänner. Sieg, Sieg, Leslis. Ja, ich habe keine Ahnung, Plomplori, wo unsere gesamten Mods sind. Die scheinen ein wenig weg zu sein. Ein wenig weg. Ja, komm, ich brauche definitiv hier ein bisschen mehr Kondition. Das geht ja so mal gar nicht. Scholar of Death? Was? Schuler of Death? Ich habe keine Ahnung, was Schuler of Death ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Sorry. Sagt mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Gegenstand kaufen. Lebenspopel. 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 Ja, diese Bugs werde ich mir auch nochmal irgendwann holen. Definitiv. Die werde ich mir auch irgendwann holen.
So, schwubbeldi-wubbeldi, Reise eine Reise in dit Schlösschen. Ich bin da, warum ich so still bin, hab in dem Gruppenchat geschrieben. Achso, welchen Gruppenchat? Heimliche Chats. Na, no, dann gucken wir doch mal. Es wäre jetzt super scheiße, ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Direkt hier vor der Tür stand immer der Bogenschützenmann. Ich glaube, der steht da auch. Wenn der jetzt wieder in den Kampf mit dem Verfolger erdet, drehe ich durch. Weil das war schon im Ursprungsspiel halt super dumm. Das hat Vieh einfach irgendwann erdet. Und das ist halt richtig kacke. Das ist halt richtig kacke. Doppelstich, ehrlich gesagt, kannte ich gar nicht. Muss ich sagen, hat er mal einen neuen ausgepackt. Und die stecken irgendwie mal in den Hoden. Hurra für Verfolger tot. Brace ist dann Ring der Klingen plus 1. Ich möchte Ring der Klingen plus 1. Ring der Klingen plus 1. Klingelingeling. Klingelingeling. Ring der Klingen plus 1. Jawohl. So, Ring der Klingen plus 0. Danke. Schwubbeli-wubbeli. Würdest du einen Job aushalten, mit dem man saufrüh aufwachen muss, so 5 Uhr morgens? Kurzfristig, Dima, ja. Hatte ich auch schon Vorlesungen, Praktika. Ich bin auch schon super oft früh aufgestanden. Aber es wäre nichts, wo ich jetzt sagen kann, das würde ich gerne dauerhaft machen. Wenn du sowas halt mal einen Monat machst oder so, ist okay. Aber wenn das jetzt meine normale Arbeitszeit wäre, bis zur Rente, das wäre nichts für mich, das wäre zu früh. Das wäre wirklich nicht unbedingt meins. So, wir nähern uns der 100 Lebenssteine. Das ist doch eine gute Nachricht. Aber wie gesagt, gerade wo ich auf Messen unterwegs war oder so, nach Köln gefahren bin, da bin ich auch um 5 Uhr aufgestanden, hab mich ins Auto gesetzt um 5:30, 5:45, bin dann halt um 7, 7:30 an der Messe gewesen. Klar, machst du sowas, aber ob das halt dauerhaft das ist, was man machen will, nein. Ter SC2. Ich hoffe, das spricht. Oder Tersk. Dankeschön, mein Lieber. Ja, bei manchen Nicknames weiß ich nicht, wie man sie ausspricht. Das ist auch gar nicht jetzt böse gemeint. Ah! Warum hau ich denn daneben? Wie geht das? Was? Wer? Wo? Wer? Ihr habt doch alle den Arsch auf. Hallöchen. Muss ich dich mal ganz kurz. Die springen mir nach! Oh, warum auch nicht? Warum auch nicht? Natürlich. Geh weg. Ihr seid doch irre. Ihr seid doch komplett irre. Ihr seid die irresten Irren. Nein. Der Irrenmöpse. So, ich muss mal ganz kurz mit dir reden. Hallöchen. Auf Wiedersehen. Ich muss durch. Hinter mir ist voll. Hallo. Ich muss durch. Stopp it. So, oh, kleiner Umweg. Kurz mal im Kreis laufen, hilft immer. So, wir sind wieder da. Der Weg ist frei. Super Taktik, funktioniert. Ich bin so stolz auf mich. Und der Verlassene hat mich invadiert. Wer ist der Verlassene und wo ist er? Und warum ist er?
es nicht. Hat jetzt hier Schildkröti, ja, Schildkröti hat hier einfach mal schon mal wieder ein Loch reingewummert. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? Avengers in der Audi-Werbung? Keine Ahnung, ich gucke kein Fernsehen, von daher weiß ich nicht. Ich will nicht runterfallen. Ich werde vielleicht runterfallen. Nein, werde ich nicht. Ja, natürlich. Ja, hau mich. Ich bin so greedy. Ich bin so greedy. Greed. So, wo ist der... Irgendwie sieht das hier... Warum sind hier so viele Leute gestorben? Ach so, weil hier Captain Alonemann kommt. Ah ja. Geh weg, Captain Alonemann. Muss mal euch ganz kurz erstmal hier in die... ganz kurz, tut mir leid. Tut mir leid. Es ist nur noch einer. Dafür lohnt sich das ja kaum. Au! Dafür lohnt sich's ja gar nicht. Geh weg, ich zieh dich wieder hoch. Ich bin invincible. Ich bin invincible. Ich glaube feste dran. Ich glaube feste dran. So, haben sie das hier umgebaut? Es ist alles so nicht schön. Wer? Wo? Und warum? Entschuldigung. Wer denn? Du? Oder du? Oh, wenn ich dich treffen täte. Keine Ahnung, wo die Mobs herkommen. Sind einfach da. Und schießen. Völlig inakzeptabel. So. Wo ist denn jetzt bitte dieser eine Bogenschützenknatter, Max? Sunfire. Nur Dark Souls heute. Bloodborne unter der Woche, wobei wir da auch fast durch sind. Also ich glaube, wir brauchen maximal noch ein, zwei Streams. Dann ist das Thema... Aua! Wer denn? Auch erstmal erledigt. Wo denn? Ach, von da ganz oben, du. Ah. So, komm du mal bei mich ran, ey. Shoulder of the First Sin holen oder nicht? Ja, mein Lieber, Ken, das musst du selber wissen, das kann ich dir nicht sagen. Mir macht das Spiel verdammt viel Spaß. Du siehst, wie ich es spiele und was sich geändert hat. Nominator! Danke fürs Follow. Wenn dir die Änderungen gefallen, kaufst dir. Wenn das, was du siehst, dir nicht gefällt, kaufst dir nicht. Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Das Otzel. Okay. Dankeschön, mein Lieber. Ja, mein Gott, ey, du bist wirklich so ein... So geht das. So geht das. So, Ruhe im Puff. Jetzt haben wir den schon mal weg. Dann können wir das hier wieder hoch machen. Ruhe im Puff. Das holen wir uns später. Später. Ja, ja, später ist. Alter, diese Bogenschützen. Diese Bogenschützen. Immer ist irgendwas mit diesen Bogenschützen. Habe ich jetzt den gepult? Ah ja, natürlich habe ich ihn gepult. Ah, wo kommt ihr denn alle her?
Bastard! Warum? 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 Ach. Ach Mann, dummer Mob. Hat mich einfach runtergekickt. Hat mich einfach runtergekickt. Warum? Bin ich nicht gut? Bin ich nicht gut? Bin ich nicht gut? Mann, Mann, Mann. Ich habe gedacht, ich komme vorbei, aber in dem Moment, wo ich rollen wollte, trifft der lustige Mobmann mich. Was die Sache ein wenig verkompliziert hat. Straight in den Tod quasi. Aua. Stop it. So, jetzt ist die Frage, wo kamen denn die ganzen Moped-Männer her? Die kamen alle, ja? Meins. Ja, komm, ist mir egal. Nummer zwei. Habe ich nicht jedes Mal Lust, hier dreimal im Kreis zu rennen, weil hier irgendwelche Mopeds angerollert kommen. Lornritterhelm. Das ist die Xian-Rüstung, Kagamichi. Die haben wir auf dem Weg zur Niemandswerf gefunden. Aua. Ja! Alter! Alter, wie schlecht war das denn? Das ist mir bis jetzt wirklich noch nie passiert. Ich wusste gar nicht, dass das geht, wenn er auf mich haut und nicht gezielt in dieser Animation, um diese Dinger kaputt zu hauen. Alter, ich dachte, man kann das unterbrechen, aber anscheinend nicht, ey. Es ist so hart geskriptet. Alter. Das ist, der Tod war jetzt, der war gut. Aber der war episch. Ah, das war gut. Der war dummer Mob, ey.